ein Top-Job ist zu vergeben. Der vielleicht hochdotierteste Beruf im Lande überhaupt. Sie haben Ihre allerfeinsten Bewerbungsunterlagen sortiert. Sie können alle Fragen positiv beantworten. Aber der Personalchef gähnt, gießt sich Milch in die Tasse, öffnet das Fenster, setzt sich wieder hin und schüttelt den Kopf. Peinlicher geht's nicht, oder? Ein Headhunter besucht den Vater mehrerer wohlgeratener Söhne. Die marschieren auf und er ist nicht beeindruckt. Man muss es hier haben, nicht nur hier, ne? Sagen die Jungs. Und er sagt, nee, hier, ich suche jemanden mit Charakter, mit Herz, mit Verstand zwischen den Ohren. Was ist los? Hast du noch andere Söhne? Da wird's dem Vater aber richtig peinlich. Schweißnass am Haaransatz sagt er, ja. Ja, und wo ist der? Warum ist er zum Bewerbungsgespräch nicht erschienen? Der ist Hirte, der ist draußen bei den Schafen, die kriegen gerade Lämmer. Nee, sagt der Headhunter, den will ich kennenlernen, denn der hat sich ja gerade entschieden, Fürsorge ist ihm wichtiger als Karriere. Und ein Hirte ist eine Führungsqualität, eine Führungsfigur, ja, aber mit mütterlichen Eigenschaften, mit weiblichen Qualitäten. Und vom Fleck weg verteilt er den Job an diesen viel zu jungen, viel zu kleinen Hirten. Hätten Sie gedacht, also vielleicht ist Ihnen die Geschichte bekannt vorgekommen, aber hätten Sie gedacht, dass die Geschichte aus der Bibel ist? Eine, die dort steht. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, die ganz viel wahrscheinlich überraschende Effekte wird enthalten. Sie heisst «Geheimnisse, Konflikte und Sehnsüchte, die Bibel». Und wir sind da im Traumgarten, buchstäblich, wenn man rumschaut. Das ist eine Event-Location in Thalwil bei Zürich, da oben am Zürichsee. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Mann, der uns die Geschichte schon erzählt hat. Herzlich willkommen, Andreas Malessa, aus dem Raum Stuttgart, Buchautor, Theologe, Radiojournalist, Referent. Wir kennen uns seit Urzeiten. Du warst und bist für mich immer noch, auch beruflich, ein Vorbild. Und jetzt wollen wir natürlich das Ganze auflösen, woher die Geschichte kommt, die wir jetzt gehört haben. Die steht in der Bibel, 1. Samuel, Kapitel 16. Samuel, der Prophet, soll einen neuen König für Israel finden und designiert David, den Hirtenjungen. Das war die Geschichte. Und was nehmen wir mit von so einer Geschichte fürs Hier und Jetzt? Naja, wenn du erst die biblische Geschichte liest, dann sagst du dir, vor 3000 Jahren nomadisches, antikes Volk im Nahen Osten interessiert mich nicht. Wenn du andersrum denkst, nach welchen Kriterien werden heutzutage Führungskräfte ausgesucht, bist du mitten in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Und das war das Prinzip für mich, als ich diese 111 biblische Geschichten sollte ich nacherzählen oder relevant ins Heute transportieren. Da habe ich überlegt, Moment, ich mache es genau umgekehrt. Ich transportiere unsere heutige Situation in die Bibel nach dem Motto, du kommst auch drin vor. Vielleicht kennen Sie die Buchserie 111. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Orte, Hunde, Insekten, Skipisten, Wanderwege. Rotweinsorten, 111. Okay, Rotweinsorten, die man kennen muss oder gesehen haben muss. Andreas Malessa, sein neues Buch heisst 111 Bibeltexte, die man kennen muss. Du wurdest angefragt vom Verlag, dieses Buch zu schreiben. Warum hast du überhaupt zugesagt? Weil ich finde, die Bibel ist ein guter Reiseführer durch das unwegsame Gebirge der Lebensbewältigung. Stell dir vor, du bist zu Fuß bei brütender Hitze verloren in Brooklyn und du hast auf deinem Smartphone eine Google Maps. Du weißt es nur nicht. Oder du hast sie, aber du tippst sie nie an. Ich vermute mal, 90% der Menschen haben eine Bibel im Schrank stehen. Aber die wird so oft gelesen wie das Grundgesetz, glaube ich. Und bestenfalls dann zur Beerdigung weitervererbt. Und da denke ich, ist es gut, wenn wir merken, der Bibel ist nichts Menschliches fremd. Du kommst auch drin vor. Es gibt keine Lebenssituation zwischen Himmel und Erde, Mann und Frau auf der ganzen Welt, alle sozialen Schichten, alle Kulturen, die dort nicht bereits exemplarisch an irgendeiner Stelle geschildert wird, sodass wir daraus Lebenserfahrung saugen könnten. Und deswegen halte ich sie für das wichtigste Stück Weltliteratur überhaupt. Und es tut mir immer leid, wenn Leute denken,
das sei eine Gesetzessammlung oder noch schlimmer, Sündenregister. Oder da stehen halt ein paar Sprüche drin für Geburt, Taufe, Hochzeit und Beerdigung. Nein, nein, sie ist prallvoll mit Lebenserfahrung. Und dir gelingt das auch mit auch wirklich ansprechenden, knackigen Titeln, wie zum Beispiel Überraschung beim Casting, Berufung von König David, gehobene Missionarstellung. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe da in eine andere Richtung gedacht. Das ist die Aussendung der Jünger Jesu auf dem Berg. Genau. Also, das hätte ich nicht vermutet, oder muss ich schon sagen. Als Gott den Mann schuf, übte sie erst. Okay. Finde ich auch gut. Hashtag MeToo, mal andersrum, Josef und die Frau des Pharao. Und ist alles offenbar schon da an Filmstoff. Also man kann da fast nichts Neues erfinden. Die Kinogeschichte ist voll von biblischen Stoffen. Und dann kommst du so mit Erstaunlichen, zum Beispiel im Text 40 heißt es, das Mutterliebe-Vergleichsportal, das habe ich nirgends gefunden, außer bei dir. Naja, Geschichte geht so, zwei Frauen in einer WG haben je ein Neugeborenes. Die eine Frau hat ihr Neugeborenes irrtümlich im Schlaf erstickt und hat es aber der anderen Frau in den Arm gedrückt und deren lebendiges Neugeborenes genommen. Jetzt stehen die vor Gericht und die bezichtigt die der Kindesentführung und die andere dem Mord und sagt, das tote Kind in meinen Armen, das ich morgens vorfand, ist nicht meins. Und König Salomo, Attribut der Weise, sagt, ja, dann zerhackt es doch. Und da frage ich mich doch, was ist daran weise an so einem barbarischen Vorschlag? Antwort, die neidische Frau, deren Kind tatsächlich gestorben ist, gönnt der anderen das nicht und sagt, dann soll es eben auch, soll sie auch verlieren, was ich verlor. Die liebende Mutter sagt, mein Kind soll überleben und wenn es bei einer fremden Pflegemutter ist. Und Salomo sagt, die Frau, die abzugeben bereit ist, ist die wirkliche Mutter. Sehr weise. Ja, ist doch super weise. Ey. Aber was bedeutet das für uns heute? Ja. Elternliebe qualifiziert sich dadurch, dass wir loslassen können. Wir sollen als Eltern, das ist der Härtetest der Liebe schlechthin, ich habe zwei erwachsene Töchter und zwei Enkel, wir sollen 25 Jahre hart daran arbeiten, dass man uns nicht mehr braucht. Das Ganze nennt man Erziehung. So, und deswegen Mutterliebe Vergleichsportal. Und das salomonische Urteil und das salomonische, ist immer noch bis heute. Salomonische Urteil, klar. Ja. Dann gibt es eine ganz spezielle Geschichte. Gauner wird Gönner. Mhm. Zachäus. Mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. So, bist du so reich? Nee, ich bin klein und ich habe es nicht immer ganz genau genommen in gewissen Lebensphasen. Aha. Ist ja verjährt, ich könnte darüber sprechen, aber ich kann mich sehr gut identifizieren mit solchen Menschen. Und Zachäus, wir sagen ihm auch ein Schlitzo, also einer, der Zöllner. Die Sachen nicht so ganz genau nimmt, eine hohe Identifikationsebene hat. Erzähl mal diese Geschichte aus deiner Sicht. Nein, ist ja ganz einfach. Die römischen Kaiser haben das Gegenteil gemacht von dem, was Angela Merkel in der Bankenkrise machte. Die hat nämlich Banken verstaatlicht, musste sie. Rom, das alte Rom, hat das Finanzamt privatisiert. Ja. Du konntest dir also in Jericho zum Beispiel im alten Israel das Recht zum Steuerveranschlagen und Kassieren holen. Jetzt überleg mal, wie beliebt die waren, dieser Typ Zachäus, ja, so, der merkt, das Wichtige im Leben kann man sich nicht kaufen. Und die Reihen schließen sich, wo immer er hinkommt, die Gardinen bewegen sich, wenn er vorbeigeht, er ist unbeliebt bis zum Dort hinaus, das bringt einen auf die Palme, in diesem Fall einen Maulbeerbaum, und da oben hängt er rum, ne, damit niemand sieht, was für eine Pflaume da rumhängt. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern unten durch, guckt hoch, schaut ihm in die Augen, und traut ihm etwas zu, nämlich Gastfreundschaft. Nach Angenommensein, nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, nach Gesehenwerden, wahrgenommen werden, hatte er sich immer gesehnt, kann man aber nicht kaufen. So, und Jesus isst mit ihm. Die Leute draußen sagen, der ist zu Gast bei der korrupten Sau. Und dieser Mann spendet die Hälfte seines Vermögens und macht wieder gut, was er betrogen hat. Das ist also eine Lebenswende durch die Zuwendung Gottes. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das kulturell bedeutet hat, dass Jesus bei dem ist. So ist es. Ein absolutes No-Go.
Und das hat er sich ja eigentlich selbst eingeladen, Jesus? Na ja, gut, Gastfreundschaft ist natürlich im Orient eine Riesengeschichte. Ich möchte heute bei dir essen, der hat sich doch selbst eingeladen. Ja, und das mit 12 Mann, ne? Ja. Was Tacharine dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Aber zunächst einmal heißt das ja, ich möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Lass uns zusammen essen, lass uns reden. Er sagt nicht, du bist zwischen Kimmer und Korn des allmächtigen Richters geraten und gleich löst sich der Schuss. So stellen sich manche Leute Gott vor. Übrigens auch Bibelleser hätten lieber, wenn es sozusagen einen dreinschlagenden Richter gäbe. Nein, Gott ist barmherzig, nachsuchend, selbst mit jemandem wie Zachäus. Keine Moralpredigt. Nö. Aber die Veränderung ist offensichtlich. Ganz offensichtlich. Und es hat Auswirkungen im Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger von Jericho. Zu einem anderen dieser 111 eindrücklichen Bibeltexte, Ekel, Angst und Widerstand. Da geht's um die Heilung eines Aussätzigen. Ich erinnere mich an Begegnungen in Nepal und in Indien, sehr eindrückliche, mit Leprakranken, die angefasst werden wollten. Und irgendwie hatte ich plötzlich keine Angst mehr, weil da eine Begegnung war, die eindrücklich war. Wie bist du, was hat dich beeindruckt bei dieser Geschichte? Beeindruckt hat mich erstens, wenn du schon mal zu einem Autounfall als Erster kamst, dann hast du als erstes mal, da möchte ich gar nicht hinschauen. Mhm. Das meine ich mit Ekel. Mhm. Ein innerer Widerstand. Und gleichzeitig hast du Angst, wenn ich helfe, mache ich was falsch oder ich infiziere mich an Blutwunden mit AIDS oder jetzt Corona oder als Corona war. So. Jesus überwindet alles drei, denn es heißt, es rührte ihn. Er fühlt Erbarmen mit ihm. Er hat Mitleid, aber für Mitleid können sich Totgeweihte nichts kaufen. Aber für Berührungen schon. Angehörige von Schwerstkranken wissen das. Selbst Koma-Patienten wollen berührt werden. Und Jesus fasst ihn an und es passiert ein Heilungswunder. Heilungswunder eignen sich nicht als Präzedenzfälle. Und wer ihre Wiederholbarkeit verkündet, ist ein Scharlatan, auch im christlichen Bereich. Aber Jesus heilt diesen Menschen. Ich persönlich glaube das, dass das passiert ist, so wie es uns berichtet wird im Neuen Testament. Und sagt aber gleichzeitig, mach daraus keine große Geschichte. Ich will nicht als der Starheiler bekannt werden. Und was das Interessante daran finde ich, es gibt sowas wie infektiöse Gesundheit. Und das auch im nicht körperlichen Bereich. Ich bin Menschen begegnet, ich habe Leute getroffen, ich habe Freunde, deren Lebensgesundheit nicht nur Lebenslust, sondern auch Lebensbewältigung und Befähigung in ihrem Beruf, im Familienleben, in ihrer Persönlichkeitsreifung ist geradezu ansteckend. Wie gehst du damit um? Du hast das jetzt erwähnt. Einfach, es geht jetzt nicht darum, wenn man so eine Geschichte liest, kann man die glauben, aber es ist einfach ein Automatismus, dass Gott das ständig so wiederholt. Nein. In unserem Alltag. Nein. Gibt es sonst noch Beispiele? Du hast dich ja da sehr stark wieder mit theologischen Fragen auseinandergesetzt während des Schreibens. Andere Beispiele, wo du sagst, da muss man aufpassen, das mit dem wörtlich Nehmen der Bibel. Das wäre ein Riesenthema. Ja. Ein Beispiel vielleicht, wo du denkst, das ist halt gefährliches Terrain. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die kann ich so glauben, genauso wie sie dastehen. Ja, Moment. Genau so, wie sie dastehen, wurden sie weder gesagt noch überliefert. Jesus hat Aramäisch gesprochen, seine Jünger haben es in Hebräisch notiert. Das haben die ersten Christen auf Griechisch übersetzt. Martin Luther hat es im 16. Jahrhundert auf Deutsch. Und davon gibt es auch wieder zwei Handvoll Übersetzungen. Wir haben immer nur die Übersetzung einer Übersetzung. Ja. Also mit der Wörtlichkeit ist das sowieso Schnee. Aber es geht doch um die Aussage unterhalb der Wortoberfläche. Es ist eine Erzählung, die aber unfassbar wunderbare Wahrheiten transportiert auf poetische, auf philosophische, theologische, psychologische Weise. Übrigens finden auch Atheisten und Agnostiker, also Menschen, die es offen lassen, ob es Gott gibt oder nicht, in der Bibel Widerhall. In keinem anderen Buch der Weltliteratur wird Gott so beschimpft wie in der Bibel, in den Psalmen. Das muss man sich mal auch bei antun. Hiob zum Beispiel, ja, also, ist mir vor kurzem Freunde, aufgefallen, das was heißt, der auch da der leidende Mensch, hat. Der verzweifelte Mensch, findet seine Identifikationsfigur und Widerhall in der Bibel. Und dann sind wir zum Beispiel bei einem sehr wichtigen Thema, bei deinem 100. Text, Religions-
Toleranz, undenkbar. Die Gedanken sind nicht überall frei, schreibst du. Mhm. Also hier geht es um die Steinigung von Stephanus, mhm. der für seinen christlichen Glauben mit dem Leben bezahlen musste. Und es gibt heute solche Dinge leider noch, mhm. Muss man schon auch sagen. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, du hast selber muslimische Flüchtlinge bei dir zu Hause aufgenommen, hast mit ihnen das Leben geteilt. Mhm. Warum dieses Engagement? Na, uns blieb nichts anderes übrig. Also das war hauptsächlich Sache meiner Frau. Hinter unserem Haus wurde ein Flüchtlingsheim gebaut. Ja. Da gab es eine Überbuchung. 5 Jungs blieben irgendwie übrig. Und als wir die Verhältnisse gesehen haben in der Sporthalle, in der die untergebracht waren, 300 Leute in Stockbetten durch Laken getrennt, entweder Licht an, dann kannst du nicht schlafen, oder Licht aus, dann wirst du super. Beklaut, ja. haben wir gesagt, ihr könnt bei uns, wie gesagt, wir haben 2 erwachsene Töchter aus dem Haus, könnt ihr bei uns, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, wohnen. Daraus wurden 3 oder 4 Monate mit allen 5. Und einer ist 3 Jahre geblieben. Und die wichtigste Erfahrung für uns war die, die sind ja aus muslimischen Ländern geflohen. Das sind Muslime, die aber unter einer Theokratie, unter einer Religionsdiktatur verfolgt und gelitten haben. Und jetzt kommen die hierher und werden von misstrauischen Christinnen und Christen als Feinde betrachtet oder als gefährlich, die hier irgendwas umstürzen, als dummes Zeug. Sie haben alles verloren, ihre Ausbildung, ihre Berufe, ihre Familien zum Teil. Sein Bruder ist ertrunken. Sie haben alles verloren, auch ihre Zukunft. Da gibt es ja studierte Leute darunter. Das Letzte, was sie noch haben, ist ihr Glaube, ihr muslimischer Glaube. Mhm. Und an dem halten sie natürlich fest. Und da haben meine Frau und ich entschieden, den nehmen wir ihnen nicht auch noch weg. Denn dass wir Christen sind, das merken die sowieso. So, deswegen haben wir sie ja aufgenommen. Dann haben die bei uns das evangelische Gemeindehaus gestrichen. Okay. Das wurde gerade renoviert und sie wollten sich mit irgendwas erkenntlich zeigen. Dann habe ich gesagt, stört euch das, wenn da ein Kreuz hängt? Nö, haben die gesagt. Uns stört, dass die Handwerker in der Kirche Bier trinken. Mhm. Also kulturell. Mhm. Also will sagen, es gibt eine ausgesprochen friedliche Koexistenz von Muslimen und Christen in einem Haushalt. Gut, der eine hat seine Pubertät bei uns nachgeholt. Das hat, ja, im Krieg hast du keine Pubertät, die musst du dann später machen. Das hat meine Frau erlitten. Aber heute sind alle in Lohn und Brot, haben eigene Wohnungen. Einer ist verheiratet, hat schon ein Kind. Also die Integration lief ganz wunderbar. Eine schöne Geschichte, ja. Ein Lied, 2, 3. Da geht es um die Schwangerschaft von Maria, die in Jubel ausbricht, dass sie merkt, dass sie schwanger ist. Ja, erstaunlich, oder? Ja, sehr erstaunlich. Kennst du eine Singlefrau, minderjährig, die keinen Mann, keine Wohnung und kein Einkommen hat und in Jubel ausbricht? Ja, ja. Und was macht sie? Sie sagt, Gott hat mich mit der Ehre betraut, ein Kind bekommen und erziehen zu dürfen. Und dass sie singt ein Lied, das hat sie nicht erfunden, das waren Lieder, die sie aus der Synagoge kennt, Psalmen und das Loblied der Hannah, das Loblied anderer, Miriam. Aber sie bricht in einen Jubel aus und das ist ja nun eine kulturhistorische Marke geworden. Mhm. Das Magnificat haben sich die besten Orchester der Welt und Chöre und Dirigenten der Welt lustvoll abgearbeitet. Das ist also das Lied überhaupt. Ja, finde ich toll. Muss man kennen. Die Figur Maria, da könnte man natürlich noch lange drüber sprechen. Aber das Sendung war machen. Eigentlich eine wirklich sehr junge Frau. Ja? Ja, wir stellen uns immer diese Reife. Ja, und vor allen Dingen, so wird sie auch dargestellt. Doch, ja, und ihr Hauptproblem war doch Josef. Ja. Josef will sie verlassen. Ja. Ja, warum wohl? Nicht, weil er untreu ist, sondern weil sein Ruf bei ihrem Vater im Eimer ist. Der Brautpreis ist doch die Rentenversicherung des Brautvaters. So war das und ist es ja in manchen Gesellschaften heute noch. Jetzt ist die schon schwanger. Das heißt, Josef hat seinen Schwiegervater um die Rente betrogen. Ja klar, dass er abhauen will. Und dann sagt nachts ein Engel, bleib bei ihr. Es ist von Gott so gesetzt. Und Maria wird die berühmteste Frau der Bibel und der Kirchengeschichte und überhaupt. Wie das so ist manchmal, wenn man Fernsehdrehs draußen macht. Mittlerweile werden wir auch noch von oben gesegnet. Und die Frösche, die tummeln sich um uns. Aber das stört uns ja nicht. Nein. Und da steht bei diesem Buchcover,
Kann denn Bibel lustig sein? Und du hast da den Text 109, da heißt es Zornig für die Freiheit, mit einem deftigen Witz. Also es gibt Witze in der Bibel. Jede Menge. Jesus selber hat einen oder mehrere erzählt. Ich meine, wenn er zu den Gesetzeshütern, die sich auf ihre genaue Gesetzeskenntnis was einbildeten, sagt, ihr verschluckt Kamele und teilt noch das Kümmelkorn und siebt noch Mücken raus, dann war das echtes Kabarett. Für da haben alle Umstehenden gelacht. Und das, was du meinst, ist, Jesus hat gesagt, wer sich auf mich beruft, ist vor Gott gerechtfertigt. Paulus, der Apostel, hat gesagt, es zählt der Glaube, das Vertrauen in den auferstandenen Christus. Und daraus folgt dann, dass wir uns moralisch verhalten und gesetzestreu sind, nicht umgekehrt. Mhm. Und jetzt gab es unter den sogenannten Galatern, also erste Christengemeinde, welche, die gesagt haben, na ja, aber besser wäre es schon, wenn wir Juden würden. Wenn also auch alle Völker der Erde erstmal Juden werden müssen, also sprich Speisevorschriften einhalten und Beschneidung. Und da rastet Paulus aus und sagt, wenn euch an der Beschneidung so viel liegt, dann kastriert euch doch gleich. Das ist ziemlich ein dreckiger Witz. Ziemliche Überspitzung, ne? Das Gute Geschichte. Daran ist, wogegen ist er? Erstens, er sagt, wenn wir dem zustimmen, dann haben wir gesagt, Jesus genügt nicht. Du musst auch durch brav sein, dir Gottes Liebe erst erarbeiten. Das erzeugt aber einen Stolz der, fürs eigene Wohlverhalten. Und Paulus hat genau erkannt, es wird Menschen geben, gibt es bis heute, die eigentlich nicht darauf vertrauen, dass Gott sie wirklich liebt. Sie misstrauen ihm eigentlich und möchten ihn deshalb mit Wohlverhalten beschwichtigen, beschwören, auch ein bisschen bestechen, dann musst du mich ja segnen. Sie sind sich nicht wirklich sicher und wären, das sage ich jetzt mal in die Richtung sehr, sehr ultrakonservativer Protestanten bei uns in Deutschland, über euch rede ich natürlich gar nicht in der Schweiz, es gibt eine Sorte ultrakonservativer Protestanten, die wären eigentlich lieber orthodoxe Juden als Christen. Als Christen sind wir aber Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nicht, ich bin der Standpunkt, ihr habt die Wahrheit gepachtet und sonst ist kein Leben. Sondern wer einen Weg geht, verlässt A und zielt auf B, das er noch nicht kennt. Christinnen und Christen sind also Menschen, die neugierig sind auf Unbekanntes, die offen sind für andere, die auch Veränderung positiv beurteilen. Davon bin ich überzeugt. Und dagegen hat Paulus schon mit so einem ziemlich heftig und deftig. Ja, zwischen Bauchnabel und Kniescheibe war der Witz. Du sagst im Vorwort, jeder kommt in der Bibel vor. Wo kommst du denn vor? Gute Frage. In ganz vielen, natürlich in dem Fall Männern, die, wie soll ich mal sagen, erst im Rückblick sehen konnten, wie sich alles segensreich zusammengefügt hat. Die währenddessen doch von Zweckpessimismus und manchen Sorgen gebeutelt waren und nicht wissen konnten, wie es ausgeht. Das heißt, dass Gott auf krummen Linien schreibt, also auch mit meinen Versäumnissen, meinen Fehlern. Ich bin nicht der beste Ehemann von allen und auch nicht der fürsorglichste Vater auf Erden gewesen. Der also mit meinen Schwächen und meinen Unzulänglichkeiten für andere was Gutes bewirkt hat, aber nicht, weil ich so ein toller Junge wäre, sondern weil Gott so gnädig ist, weil Gott so barmherzig ist. Denn er kompensiert und füllt ja auf, was wir offen lassen müssen. Unsere Gläser sind immer nur halb voll. Die Gläser unserer menschlichen Möglichkeiten sind immer nur halb voll. Bei Gott sind sie aber ganz voll. Und warum? Weil ich Gott genüge. Das meint Rechtfertigung. Dann finde ich mich in solchen Menschen, die Christus gerechtfertigt hat, finde ich mich wieder. Ja. Konntest du das schon immer? Nein, natürlich nicht. Wie alle anderen dachte ich, Selbstoptimierung ist the name of the game und du musst versuchen, immer besser zu werden und noch perfekter. Das ist ja ein Wahnsinnsstress. Guck dich um. Die Menschen haben ja nicht mehr die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern wie kriege ich eine gnädige Gesellschaft? Vegan soll ich mich ernähren, kein CO2 mehr ausstoßen, die Kinder ganz toll erziehen und der liebevollste, aufmerksamste Ehepartner der Welt sein, etc. Das ist ja alles eine komplette Überforderung.
Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann bin ich von mir selbst enttäuscht. Nein, es war nicht immer so, dass ich von Herzen sagen konnte, ich habe übrigens durch die Vorbilder in der Bibel gemerkt, du genügst. Und das ist der Anfang eines vergnügten Lebens. Großartig. Das Buch ist echt lesenswert und hat auch was Einladendes, Unterhaltendes. Weil es ist schon, ich habe mich dann auch gefragt, du musst zuerst einmal auf 111 Texte kommen, ja, das und ganz vieles weglassen. Natürlich. Dieser Auswahlprozess. Ja. Oh, das Weglassen war das Schlimmste, ja. Und das Kürzen. Ja. Der Verlag ist ja ganz streng. Linke Seite Text, rechte Seite ja. Foto, 1850 Zeichen. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern hat Thomas Mann über 1000 Seiten nacherzählt. Und ich durfte 1850 Zeichen. Ja, schöne Grüße. Also das war hart. Das war schmerzhaft auch. Wie hast du dich verändert in dieser Zeit? Verändert ist zu viel gesagt. Schreiben? Verändert wäre zu hoch gegriffen. Aber meine Liebe und Faszination für ein zeitlos wirksames, geradezu lebendiges Buch ist noch mal dramatisch gewachsen. Ich habe mich, glaube ich, nie seit meinem Studium so intensiv mit der Auslegung und den Wortbedeutungen und so beschäftigt. Noch zuletzt habe ich mich gefragt, wie sagst du einem Menschen, der wirklich immer noch sagt, okay, das ist alles gut und hört sich noch gut an, wenn der Malaysa darüber spricht, aber wieso ist dieses Buch immer noch so relevant? Ich meine jetzt die Bibel. Weil es lebendig ist, ja. Weil es sich ereignet. Also die Schriftstellerin Ricarda Huch hat mal gesagt, in der Bibel stehen uralte Geschichten, die jeden Tag passieren. So. Das ist mit dem besten Roman eurer geschätzten Dürrenmatts und Frischs nur im übertragenen Sinne so, aber nicht so in dem direkten Sinne, wie es die Bibel sieht. Ich halte sie für lebendiges Wort Gottes. Gott spricht durch sie, aber nicht so im Sinne von, hier ist das Gesetz, da hältst du dich dran und Schluss. Die Bibel sagt, und die meisten Bücher und Briefe der Bibel sagen erfreulicherweise, wer hat wem was warum geschrieben. Es ist Gottes Wort in Menschenmund. Der Koran behauptet von sich, vom Himmel gefallen zu sein. Die Bibel nicht. So. Und deswegen ereignet sie sich im Leben von Menschen. In deinem Leben, in meinem Leben. Und deswegen ist es spannend, sich selber in der Bibel zu entdecken. Und da es da manchmal sprachliche Hürden gibt oder Leute denken, ach, das ist mir zu churchy, zu sakral, der Tonfall, habe ich es versucht, so zu erzählen. Und es ist dir gelungen. Dankeschön. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Alles Gute dir. Gerne. Danke. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. RF Medien, Fenster zum Sonntag, 8330 in Pfäffiken. Oder ein E-Mail an tv@rf.ch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.